Guten Morgen und Aloha. Hier ist Frank, der Entspannende, auf seinem Sunrise Run durch die Weilenberge Rheinhessens. Und heute ist der 30. Juni und morgen habe ich genau hier meine Abschlussprüfung zum Kultur- und Weinbotschafter Rheinhessen. Es geht um 200 Jahre Mythen und Geschichten. Und wir blicken auf eine der Geschichten. Da drüben liegt das Großherzogtum Hessen und Rhein. Und wir blicken hier ein bisschen rüber hinter diesem Berg. Da ist dann Selzen. Davor steht eine Stele, die ich gleich noch erläutere. Und hinter dem Berg ist Selzen, eine der Gemeinden am Selzbogen. Und hier unten, wo der Berg, der Selzerberg hinuntergeht ins Tal, dahinter ist Hahnheim zu sehen, so ein kleines Schlösschen. Wir blicken hier rüber. Da kommt dann irgendwo hier leider ein bisschen durchs Licht schwer zu sehen, der Petersberg. Einer der höchsten Berge von ganz Rheinhessen, 246 Meter sagenhaft, 3 oder 4 Meter höher als der Selzerberg. Wir blicken ein bisschen weiter rechts rüber und sehen dort den Donnersberg, irgendwo in der Ferne, schon vom Dunst verschleiert ein wenig. Damals Département Montaner, Donnersberg Department, Département. Und links davon ist die Udenheimer Kirche und hier sind die Weinberge, unter denen Napoleon gelagert haben soll, bevor dann das Ganze ja schlecht ausging für ihn. Er muss wohl viel Champagner gebraucht haben. Und jetzt kommen wir hier links nochmal herum. Hier ist der Startpunkt der Hiveltour Rheinhessen 2017 eingeweiht. Und die Stele, die ich euch erwähnt habe, das ist die Stele. Das Jahr 2020 hat Rheinhessen die schönste Weinsicht des Deutschen Weininstituts gebracht. Eine von 13 Weinbaugebieten und für mich als Rheinhesse natürlich die schönste. Und hier werde ich auch morgen, kurz vor der feierlichen bzw. offiziellen Einweihung der Stele, meine Prüfung haben. Aloha!